Hallo zusammen, heute haben wir eine Aufgabe zum Thema Durchlaufzeit. Wie immer an dieser Stelle könnt ihr das Video nun anhalten und die Aufgabe lösen. Kommen wir zur gemeinsamen Lösung. Die Hotelkette Weekend bestellt für die Ausstattung der Schwimmbadanlagen 200 Filtersysteme. Die Vorgänge laufen entsprechend der Nummerierung nacheinander bzw. oftmals parallel zueinander und sind nicht teilbar. Die Rüstzeit für den gesamten Auftrag beträgt 1,5 Stunden. Hier sind die Fertigungsschritte aufgelistet und hier sieht man, dass einige Fertigungsschritte parallel laufen. Das heißt, B und A laufen parallel und D und C. Hier wird bei der Durchlaufzeit immer derjenige Fertigungsschritt berücksichtigt, der die längere Laufzeit hat. Das bedeutet A13, B5, also fließt in die Durchlaufzeit die 13 von A, weil die beiden Fertigungsschritte parallel laufen können. Bei C und D fließt das C mit 32, weil größer als 18 ein. Und dann fließen die beiden Schritte E und F auch in die Durchlaufzeit ein. Das bedeutet, wir bekommen eine Durchlaufzeit von A plus C plus E plus F, 13, 32, 21, 12, insgesamt eine Durchlaufzeit von 78 Minuten. Diese Durchlaufzeit ist gleichzeitig die Zeit je Einheit, weil wir ja nachher 200 Filtersysteme installieren. Die Auftragszeit selber hat die Definition Rüstzeit plus die Ausführungszeit. Rüstzeit ist gegeben mit 1,5 Stunden, nachdem wir die Zeit je Einheit mit Minuten rechnen oder mit 78 Minuten haben, rechnen wir die 1,5 Stunden auf Minuten um und bekommen die 90. Dann haben wir 200 Filtersysteme und die Zeit pro Einheit 78. Das ergibt die Ausführungszeit. Und somit kommen wir auf 90 plus 200 mal 78 oder 15.690 Minuten, was wiederum geteilt durch 60 261,5 Stunden sind. In Teilaufgabe B ist gefragt, nennen Sie drei Gründe, warum sich die Durchlaufzeit verlängern kann. Hier könnte man nennen die Störzeiten, die Liegezeiten oder auch die Wartezeiten.